Ja, hallo Leute, heute fange ich mal ein Video etwas anders an und zwar zeige ich euch jetzt schon ganz am Anfang das fertige Produkt, um das es hier bei mir in der Werkstatt geht. Ihr wisst ja, ich habe drei verschiedene Werkstattsauger bei mir in der Werkstatt. Einer zum Beispiel ist fest mit der Säge verbunden, ein weiterer wird hier an der Werkbank benutzt und der dritte Sauger ist fest an der CNC-Maschine dran. Es ist aber so, dass so viel Staub und Späne anfallen, dass mir das ständige Beutelwechseln eigentlich auf die Nerven ging. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jetzt der letzte Beutel aufgebraucht war von dem einen Sauger, habe ich mir gedacht, ich möchte nicht noch einmal 50 Euro so ungefähr für 5 Beutel investieren und habe mich demnach hier mit so einem Zyklonabscheider beschäftigt. Ja, das ist das Thema, in dem es hier in diesem Video gehen wird. Ich kann natürlich das Rad nicht neu erfinden. Denn es gibt auf YouTube hier bei allen anderen Woodworkern zahlreiche Videos zu dem Thema Zyklonabscheider. Ich habe es allerdings ein kleines bisschen anders gemacht, denn ich habe einen L-Box-Zyklonabscheider gebaut. Und zwar hat der aus meiner Sicht den Vorteil, dass man ihn auf den Sauger draufklipsen kann oder auch auf den L-Box-Roller. Und so ist man natürlich super flexibel, man kann ihn auch draußen benutzen. Und ja, das ist das, worum es hier in dem Video gehen wird. Ich muss ja jetzt mal hier irgendwie die Kurve kriegen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall dran und ich hoffe, euch interessiert das. Jetzt geht's los. So, der nächste Tag, alles ist getrocknet und ich muss mal sagen, ich hatte wirklich Probleme hier diesen Kasten zu verleimen, denn das größte Problem war hier, dass das Klebeband nicht gehalten hat. Ich habe das dann alles noch doppelt und dreifach umwickelt. Die Verbindungen sind jetzt eigentlich ganz gut geworden, bis auf hier ein paar Stellen, wo ich, wenn ich von oben reingucke, denken würde, dass die Gärung gut ist, aber hier von außen sieht sie dann teilweise doch ein bisschen offen aus. Aber ich werde das Ganze jetzt hier sowieso noch mal schleifen und vielleicht auch die Kanten anpassen und dann wird der Kasten auch gut sein. Also ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall dicht ist und hoffe dann auf jeden Fall, dass er auch in die andere Kiste reinpasst.
Spannern hier neben an der Seite. Das ist wirklich eine tolle Sache, denn ich habe die Möglichkeit, die durch mit dem Gewinde einzudrehen und so eben zu justieren, wie weit sich dieser gesamte Kasten hier an den anderen Kasten dranziehen soll. Das ist besonders hilfreich. Ich habe es hier jetzt schon gesehen, dass die Dichtung doch nachgibt und jetzt ist das Ganze wieder lockerer, wie ich es gestern noch eingestellt hatte. Von daher kann man das jetzt auch schon wieder etwas nachstellen und somit wieder dichter machen. Ja, eine weitere Sache, dieser ganze Kasten hier lässt sich doch recht schwer rausziehen und ich habe nirgendwo eine Möglichkeit, das zu greifen, ja, weil diese Blende ist mit allen Flächen flächenbündig. Und so habe ich mir eben noch einen Griff gefräst. Den wollte ich eigentlich hier unten dran machen, aber ich muss sagen, irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Außerdem hatte ich sowieso noch vor, hier neben an die Seiten auch irgendwie einen Griff dran zu machen, um das Ganze hier dann besser auf den Staubsauger oder auch auf den L-Box-Roller heben zu können. Und so habe ich mir dann hier bei Amazon Klappgriffe bestellt. Die sind gefedert und klappen automatisch nach unten und stehen somit dann eigentlich kaum über. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Päckchen auf und gucken erstmal, ob die Dinger überhaupt was sind. Und wenn ja, dann werden wir die anschließend hier montieren. Ja, die Griffe finde ich echt cool. Vor allem gefällt mir, dass die gefedert sind. Das, was mir jetzt natürlich nicht so gut gefällt, die sind ziemlich groß. Vielleicht schon fast zu groß. Ich glaube, ich werde die nochmal eine Nummer kleiner bestellen und dann gucke ich mal, was besser aussieht. Also warten wir auf morgen. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe neue Griffe bekommen. Warum die das jetzt allerdings hier in zwei Paketen geschickt haben, kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon mal reingeguckt und ich finde, die sind deutlich besser. Ja, wenn wir das mal hier vergleichen. Das hier sind die neuen, das sind die, wie ich sie erst hatte und die sind etwas kleiner. Und das finde ich einfach wirklich, ja, das sieht besser aus, oder was sagt ihr? Die werden wir jetzt mal auspacken und dann montieren und dann sind wir eigentlich schon fast fertig hier. Der sogenannte L-Box-Zyklonabscheider, wie ich ihn genannt habe. Ich werde jetzt gleich mal den Sauger rausholen, dann gucken wir mal, wie das Teil aussieht, wenn es oben drauf geklipst ist. Und natürlich werden wir das Ganze jetzt auch noch ausprobieren. So, bei meinem Zyklon waren hier solche Adapterringe dabei. Die kann ich oben in die Anschlüsse einstecken und dementsprechend den Schlauch dann vom Sauger einstecken. Ja, der hier passt zum Beispiel perfekt da drauf. Somit ist das Ganze dicht genug. Und von dieser Seite werde ich noch einen Schlauch anstecken. Ich habe hier gerade einen Griff bereit. Das ist jetzt nur mal als Beispiel der Schlauch, der hier bei meiner X-Kraft dabei war. Denken wir, der ist dafür zum Ausprobieren erstmal ganz gut. In einem späteren Video werde ich auf jeden Fall noch hier einen Rohrsystem installieren, das habe ich mir eigentlich fest vorgenommen und somit wird es dann auch hier bei mir in der Werkstatt einen Zentralsauger geben, je nachdem wie das Ganze funktioniert, das muss ich dann mal ausprobieren und einen Sauger und ein Rohrsystem zu den verschiedenen Maschinen. Ja. Deswegen ist das hier jetzt wirklich erst nur mal eine provisorische Sache. Einfach um den Zyklon auszuprobieren und um das Ganze jetzt einfach erstmal schon nutzen zu können. Ja, wir schalten das Ganze mal ein und dann gucken wir einfach mal, was wir hier noch an Saugleistung haben. Ja, also gefühlt, jetzt, ich habe nichts zu messen da, ja. Man könnte sich jetzt irgendwelche Gewichte nehmen, die hiervon gesaugt werden können und dann gucken, ob der Schlauch das hier auch noch schafft. Aber so rein vom Gefühl würde ich sagen, ist die Saugleistung gleich groß. Und ja, hier ist eine Menge Dreck vom Bauen und von daher heißt es jetzt erstmal Ordnung machen und mal gucken, was da alles so drin landet. So, das klappt wirklich gut und ich würde sagen, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, wo wir einfach mal hier reingucken. Thank you.
Ja, wie wir das hier sehen können, ist doch einiges, oder ich würde fast sagen, alles soweit hier in dem Behälter gelandet. Wie viel da jetzt letztendlich in dem Sauger selbst gelandet ist, kann ich hier in diesem Fall noch nicht sagen. Ich werde das aber jetzt nochmal ausprobieren, indem ich einen neuen Fließfilterbeutel in den Sauger reinmache. Und dann möchte ich das Ganze mal über längere Zeit hier ausprobieren, ob denn wirklich alles da reinkommt oder ob die ganz feinen Stäube dann doch in dem Fließfilterbeutel landen. Ja, der nächste Schritt wird jetzt auf jeden Fall für mich erstmal sein, ich werde mir einen Platz suchen, wo ich das Ganze hier aufbewahre, denn unter der Werkbank kann ich natürlich den Sauger so in dieser Form nicht stehen lassen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich noch, dass ich hier das ganze Teil auch auf den L-Box-Roller draufstellen kann und so auch die Möglichkeit habe, das Ganze hier neben dem Sauger zu betreiben oder wie auch immer. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein Plätzchen dafür suchen und wie ich es eben schon angesprochen habe, wird der nächste größere Schritt dann hier in der Werkstatt sein, dass ich mir ein zentrales Absaugsystem irgendwie in der Form baue. Aber da möchte ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Ich habe erst noch andere Projekte, die in Kürze folgen werden. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an meinen Freund Berthold, der mir hierzu viele, viele Tipps gegeben hat. Denn er selbst hat auch auf seinem Sauger von Bosch einen Zyklonabscheider in ähnlicher Form. Ich hatte sowas vorher schon mal auf der Seite von Dust Commander gesehen. Da gibt es auch ein Foto zu einer ähnlichen Konstruktion. Aber der Berthold hat mit seinem Foto eben dann noch den letzten Anstoß gegeben, das Ganze auch hier bei mir in der Werkstatt umzusetzen. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank an dich und natürlich auch vielen, vielen Dank an euch alle, die jetzt bis zum Schluss zugesehen habt. Ich hoffe, das war ein interessantes Projekt für euch auch und habe euch somit vielleicht auch den Anstoß gegeben, sowas für euren Sauger zu bauen. Ja, wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis bald. Step up.